So, mein Tag hat mit einem Cardio-Training angefangen. Wie ihr auf Instagram verfolgen könnt, gehe ich mittlerweile fast jeden Tag, beziehungsweise sogar jeden Tag trainieren, seit 2024 und nehme euch auf meine Reise mit. Will natürlich auch körperlich weiterkommen, will natürlich auch abnehmen und somit natürlich auch mich körperlich weiterentwickeln, weil es ist wichtig, nicht nur im Business weiterzukommen, sondern auch körperlich weiterzukommen. Und wollen euch natürlich heute mitnehmen und euch zeigen, was wir allgemein so den ganzen Tag machen. Natürlich ist es auch wichtig, dass wir euch zeigen, was für einen Umsatz wir aktuell machen. Gerade haben wir 11 Uhr, Deutschlandzeit ist ungefähr 8 bis 9 Uhr. Und wir haben heute schon 8.500 Euro umgesetzt. Und so sieht das Ganze natürlich aus. Und wollen euch die ganze Zeit mitnehmen, wollen euch zeigen, was wir den ganzen Tag so machen. Wir freuen uns. So Leute, wir haben uns jetzt auch fresh gemacht, werden jetzt was Schönes frühstücken gehen und dann gehen wir jetzt einkaufen und nehmen euch den ganzen Tag mit. So, jetzt sind wir frühstücken, sind bei Basama Karate. Zuletzt war ich Archer und dann war ich auch hier. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir werden jetzt schön frühstücken. Mein Chai ist auch da und gleich gehen wir in die Dubai Mall. So, ich habe gerade eben mein Auto abgegeben. Das Geilste ist hier, dass man halt immer Valet hat. Das bedeutet, man kann das Auto abgeben, die parken. Und wenn man rausgeht, bekommt man das Auto. Auf jeden Fall richtig nice. Und jetzt sind wir vor der Dubai Mall und gehen jetzt langsam rein. So, ich habe mir ein paar Sachen geholt. Habe mir eine Tasche geholt, Portemonnaie, T-Shirts, eine Brille und so weiter. Gleich werde ich die auch anziehen. Genau, ich habe ein bisschen eingekauft für Dubai jetzt, weil wir noch ein paar Tage hier sind. Und unser Auto ist auch gekommen. Das Coole ist hier, dass man das Auto abgeben kann und die Leute direkt das Auto bringen. Und ich wollte auch eigentlich meiner Frau eine kleine Tasche holen. Leider müssen wir jetzt raus, weil wir gleich Helikopter fahren werden. Von da werden wir euch natürlich nochmal mitnehmen und werden morgen nochmal die ganze Sache kaufen. So Leute, wir haben schön eingekauft. Ich habe meine Brille schon angezogen. Jan ist auf jeden Fall auch hier. Wir waren auf jeden Fall gerade Helikopter fahren. War sehr, sehr schön, hat richtig Spaß gemacht. Und Jan, wie war's? War auf jeden Fall richtig cool. Ich hatte am Anfang auf jeden Fall ein bisschen Angst, das sieht man auch auf den Bildern. Aber sonst war das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Man konnte Dubai von oben sehen. Mhm. War auf jeden Fall geil. Sehr gut. Und was machen wir jetzt? Was ist der Plan? Ich denke, jetzt gehen wir kurz ins Hotel und danach machen wir uns ready. Gehen heute Abend eventuell nochmal mit einem Kunden von uns essen. Yes. Wird auf jeden Fall richtig geil. Ja, mit wem gehen wir essen? Mit Pami. Sehr geil. Wie viel hat der so umgesetzt jetzt? Ich glaube netto 13 Millionen Umsatz. War auf jeden Fall ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Die 13 Mio netto ist nicht mal einfach so. Und gucken halt, dass wir auch mit dem weiterhin wachsen. Wir wachsen. So, kurz Umsatzcheck. Wir haben 17.31 Uhr. Das bedeutet, 3 Stunden vorher sind in Deutschland 14.30 Uhr. Und wir haben schon ca. 15.000 umgesetzt. Ich denke, wir machen heute, ich werde auf jeden Fall später Linus Bescheid geben, dass der die CBOs erhöhen soll, weil wir haben heute sehr, sehr gute Werte. Wir haben mittlerweile auch CBOs, die einen 15er ROAS haben, die laufen sehr, sehr gut. Ich denke, wir werden heute schon so 35.000, 40.000 Umsatz generieren. Genau. Also ohne Influencer, nur mit Facebook-Ads. Geil. Also heute werden wir wieder 30 bis 40.000 Umsatz knacken. Wir werden euch natürlich auch mitnehmen und euch zeigen, was wir so machen. Ja. Hier kurz zum Hotel, werden ein bisschen arbeiten, danach uns fresh machen und dann geben wir mit unseren Kunden was essen. Ja. So, wir haben uns jetzt fresh gemacht, sind zu CCN Burak gefahren und werden hier gemeinsam mit unseren Kunden was essen. Er hat es geschafft, letztes Jahr über 10 Millionen Euro Umsatz zu erzielen. Hat mit ihm auch ein Erfolgsinterview auf YouTube aufgenommen. Könnt ihr euch gerne auch natürlich anschauen, wo wir darüber sprechen, wie die das Ganze aufgebaut haben. Und jetzt gehen wir rein und werden dann gemeinsam eine schöne Zeit verbringen. So Leute, kurzer Umsatzcheck, bevor wir das Video beenden. Wir haben heute ungefähr 29.000 Euro gemacht. Kann man hier auch in der Kamera sehen. Und ich denke, wir werden noch so 3-4K machen. Also werden die Tage so mit 35.000 Euro beenden. Haben ja noch 1,5 Stunden fast und ist gerade so auch die Primetime. Wir waren gerade mit dem Kunden, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, auch unsere Kunden hier zu treffen, zu sehen, wie die halt allgemein wachsen. Und wollten euch allgemein auch mitnehmen, euch zeigen, wie unser Tag hier abläuft, was wir genau hier machen. Heute war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Tag. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und werden auch die nächsten Tage so verbringen, coole Sachen machen. Euch natürlich auch mitnehmen, damit ihr sehen könnt, wie allgemein unser Tag abläuft. Und allgemein habe ich dem Ganzen auch E-Commerce zu verdanken. Ich selber habe sehr, sehr früh angefangen, mich selbstständig zu machen. Habe vor 5 Jahren gestartet mit null, ich hatte nichts und habe dann mein Business aufgebaut. Und so konnte ich halt so weit kommen, dass ich mein Traumleben leben kann, dass ich auch genug Geld habe, um sowas zu machen.
Und das alles ist nicht selbstverständlich da, deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich halt diesen Schritt gewagt habe. Es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Leute, die auch diesen Schritt machen, auch weiterkommen und nicht genau wissen, was halt das Ziel ist. Das Ziel ist natürlich auch, mehr Freiheit zu bekommen. Viele Leute sind selbstständig, aber haben nicht viel Freiheit, arbeiten jeden Tag. Und viel wichtiger ist natürlich, dass man arbeitet, dass man auch trotzdem am Laptop ist, so wie wir es sind, aber trotzdem halt ein Leben genießt, was halt natürlich sehr, sehr viel Freiheit bietet. Und dafür ist halt E-Commerce das Beste, was man natürlich machen kann. Meiner Meinung nach kannst du mit deinem Laptop sehr, sehr viel machen. Wir haben den Laptop die ganze Zeit natürlich dabei, um natürlich auch vieles abzuchecken. Und so läuft das ganze Geschäft natürlich automatisiert. Haben genug Mitarbeiter, die sehr, sehr vieles natürlich abklären. Wir selber sind natürlich auch für unsere Kunden dabei, sind zwischendurch am Handy, am Laptop. Wir suchen die Kundenanfragen zu lösen. Wenn wir Calls haben, machen wir die Calls. Und so läuft das ganze Geschäft ab und wir suchen natürlich auch einen sehr, sehr guten Service zu bieten. Und wenn du aber Interesse hast, natürlich auch so ein Leben zu leben, auch selbstständig werden möchtest, dann kannst du dich gerne für ein Erstgespräch eintragen. Da können wir schauen, wie dir weiterhelfen können.